mit Pato verreisen. Hallo Pocoyo, hallo Elli. Hallo. Ich frage mich, wer das wohl ist. Pato! Oje, Pato sagt, dass er mit einem Flugzeug fliegen wird und dass er seinen Koffer vergessen hat. Pato sagt, dass er wirklich, wirklich seinen Koffer braucht. Ich bringe ihn. Ich hoffe, dass sie es schaffen werden. Pocoyos Märchen. Hallo, Pocoyo. Ah, was ist das? Märchen. Ah, ich glaube, Pocoyo hat eine Geschichte für euch. Es war einmal eine Ameise, die an den Strand fuhr. Sie nahm ein Flugzeug und ein Schiff und ein Motorrad. Aber als sie dort ankam, fehlte ihr ihr guter Freund. Ich bin so alleine. Also rief sie ihren Freund an, den Dinosaurier. Also nahm der Dinosaurier ein Flugzeug und ein Schiff und ein Motorrad. Und als er am Strand ankam, hatten er und die Ameise viel Spaß zusammen. Das Ende. Mit einem Koffer zu rennen ist anstrengend, nicht wahr? Eine hervorragende Idee, Pocoyo. Bus! Ihr könnt den Bus nehmen. Kann irgendjemand von euch Pocoyo sagen, was das ist? Das ist ein Bus! Der Bus! Ihr habt recht, das ist der Bus. Jetzt kommt ihr viel schneller zum Flugzeug. Hervorragende Idee, Elli. Ihr könnt mit dem Zug fahren. Könnt ihr Pocoyo und Elli sagen, was das ist? Der Zug, das ist der Zug. Das ist der Zug. Zahlenmenü. Zeit für ein schönes Mittagessen. Pato würde wohl gerne bestellen. 3 Sandwiches. Sehr gut. 3 Sandwiches. Oh je. Also, wie wäre es stattdessen mit 3 Äpfeln? Drei Äpfel. Oh, Pato. Könnt ihr Pato sagen, wie viele Herzen da sind? 3 Herzen. Ganz richtig. 3. Sieht aus, als ob Pato immer noch auf seinen Koffer wartet. Ah, da ist er. Gerade noch rechtzeitig. Sonnenbrille? Oh, oh, Elli ist wütend. Sie ist mit dem Bus gefahren und mit dem Zug und zum Flugzeug gerannt, nur um dir deine Sonnenbrille zu bringen? Pato sagt, dass Elli nicht böse sein soll.
Seht mal, ihr kommt mit ins Flugzeug. Verreisen macht Spaß. Aber mit Freunden zu verreisen ist noch viel besser. Wenn du mit dem Bus verreist, wenn du mit dem Zug verreist, wenn du mit einem Flugzeug fliegst, nimm immer einen Koffer. Wenn du mit dem Bus verreist, wenn du mit dem Zug verreist, wenn du mit einem Flugzeug fliegst, nimm immer einen Koffer, deinen Koffer.